Ja. Folge 97 wird es also sein. Die letzte Folge der 5. Staffel. Und damit nochmal herzlich willkommen zurück bei The Forest. Heute ist der große Tag. Leider auch der letzte Tag von dieser wunderbaren Staffel. Ja, irgendwie schon ein bisschen traurig, dass das Projekt zu Ende geht. Es war bisher auch das längste Projekt auf meinem Kanal, diese Staffel. Also kein Spiel kommt von den Folgen bisher so irgendwie ran wie das hier. Und das hat mir auch wirklich riesig viel Spaß gemacht, wenn man wieder im normalen Modus zu spielen. Weil vierte Staffel war ja, naja, wissen wir einfach, war viel zu hart gewesen. Aber gut. Ja, unsere gute alte Basis, wo wir einst angefangen hatten. Es ist irgendwie wirklich schon ein bisschen schade, heute aufzuhören, aber... Naja, wir haben aber wirklich viel erlebt hier. Viel gesehen. Wir haben letzte Folge auch nochmal noch einen Rundflug mit dem Gleiter gemacht. Das war geil. Da sind wir auch nochmal über den Thrombosen, die unter uns rüber geflogen. Das war schon ziemlich geil. Das machen wir noch einmal schnell. Ah, schön. Boah, nochmal so ein Frischluft schnappen. Und beim Durch direkt gelandet, das ist ganz gut. So. Die Kirche, die wir noch zuletzt gebaut haben. Die, ich sag mal, die etwas tödliche Zipline. Und in unser wunderschönes Haus hier. Ja, es wird mir schon ein bisschen fehlen hier eigentlich. Aber in der 6. Staffel werden wir natürlich auch wieder so einiges erleben. Und schön, ein schönes Haus wieder bauen. Da werde ich mich dann vielmehr nur auf ein Haus konzentrieren. Weil das ist dann, es ist besser als so viele Häuser wie hier zu haben. Weil hier haben wir wirklich, hier haben wir glaube ich 4 verschiedene Bases, glaube ich. Also einmal die 2 Hauptbasen, sage ich jetzt einfach mal. Also einmal die im Wald, die bisher meiner Meinung nach die beste war. Und dann noch die hier. Dann haben wir noch die beim Strand. Ja gut, die ich einfach so gemacht habe, weil wir da gefühlt fast immer gebaut haben. Und dann haben wir halt noch die beim Krater, die ich mir eigentlich hätte schenken können, weil... Ja, da haben wir eigentlich bisher kaum irgendwas gemacht. Also die hätte ich eigentlich gar nicht bauen brauchen. Aber war eigentlich an sich trotzdem eine... nette Herausforderung. Aber in der 6. Staffel, in der nächsten Staffel möchte ich mich dann eher hauptsächlich dann auf eine Haupthütte konzentrieren. Und ja, da gucken wir dann einfach mal, wie es so läuft. Aber wird, denke ich mal, auch ganz geil, wenn ich, ne, also ich habe da wirklich was vor. Aber das werden wir dann halt, ich sag mal, in der nächsten Folge sehen. Ja, eigentlich ist es dann die nächste Folge, ne? Das ist halt auch quasi die neue Staffel dann. So. Dann würde ich mal sagen, speichern wir ein letztes Mal hier. Ah, das wird mir echt fehlen. Und dann gehen wir mal kurz raus ins Hauptmenü. Da sage ich auch mal Tschüss, Spielstand. War spaßig mit dir. Und jetzt gehen wir mal hier rein. Tag 173 nämlich noch was angekündigt. Ich weiß auch gar nicht, wie lange diese Folge heute wird. Kann auch sein, dass die etwas kürzer wird. Der ist so eine... Ich sag mal, letzte Runde hier. Ich wollte ja eigentlich diese Riesenbase noch zeigen. Und ich habe das Katana gerade in der Hand. Und hier habe ich sogar mal... Okay, habe ich sogar hier gebaut. Dazu müssten wir mal... Genau sind wir im Hauptdorf hier. Wir müssen eigentlich genau da wieder runter, wo wir eigentlich immer runtergegangen sind. Also sprich da hinten. Da müssen wir einmal nach rechts. Wenn man sich das Inventar anguckt, hier ist auch wieder so einiges drin natürlich. Ich habe hier sogar eine Zwille. Also eine Steinschleuder, besser gesagt. Und da müssten wir eigentlich hier rechts, glaube ich, hingehen, ne? Da habe ich jetzt ein Riesending gebaut. Das ist bisher wirklich die größte Basis, die ich jemals gebaut habe im Spiel. Also...
Ja, noch sieht man noch nicht so viel, aber ich sag nur dahinter. Nee, das ist es noch nicht. Ich sag nur, das ist ein Monster, was ich gelöscht habe. Ich meine, schau dir das mal an. Das ist ein Monster. Wir haben noch eine Garage. Es ist wirklich ein Palast, den ich mir hingestellt habe. Ich habe sogar einfach mal, sogar lustigerweise mal das Möbelhaus genannt. Was mich immer wie so ein Möbelhaus aussah. Ne, hier habe ich auch einen Aufzug drin. Hier habe ich, hier sind so viele Lagerräume und weiß nicht, was noch alles mit drin. Also hier gibt es alles. Ne? Das ist eigentlich schon ziemlich geil. So ein großes Haus habe ich seitdem hier, sag mal, nie wieder gebaut. Und das ist auch ein bisschen labyrinthartig hier. Also muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht verläuft oder so. Aber es ist wirklich ein Riesenteil. Es ist wirklich riesig. So, hier an der Treppe bin ich mal aussehen immer hier dran vorbeigelaufen. Hey, ich schau dir das mal an. Und dann geht es hier oben auch noch weiter. Hier waren, glaube ich, so der Wohnbereich gewesen. Ja, hier war ein Wohnzimmer. Das sieht eigentlich auch ganz cool hier aus. Ich glaube, an dem Haus habe ich, glaube ich, 3 bis 4 Monate, glaube ich, gearbeitet oder so. Ja, wenn man halt kaum Zeit dazwischen hatte, dann kommt halt diese Zeit zustande. Oh, hier für Thrombosen, Jonas. Und da haben wir noch ein paar Hasen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Hier ist noch so ein anderer Eingang, ne? Der führt hier in so einen Flur halt rein. Ja, der gute alte Aufzug. Der hat mal auch in Staffel 4 gehabt. So, da ist nichts mehr. Aber es geht ja noch weiter nach oben. Das ist die 2. Etage. Das ist sozusagen meine Chefetage gewesen. Ja, das war mein Chefbüro. Wie ich das mal so schön genannt habe. Boah, hätte ich das damals auch aufgenommen, ne? Das wäre auch krass gewesen. Da wäre mein Kanal, glaube ich, schon 3 oder 4 Jahre alt, glaube ich. Nee, 3 Jahre. Wäre der alt. Ich habe das hier vor 3 Jahren gebaut. Das ist schon wirklich ganz schön. Auch das hier. Das ist wirklich gefühlt das Beste. Mit dieser geilen Aussicht. Aber es geht ja noch höher. Da kommen noch ein paar Etagen. Ich denke, dass die Folge vielleicht nur 10 Minuten heute lang sein wird. Das hier ist die Dachterrasse. Mit diesem riesen Treppenhaus. Das ist nämlich irgendwie an so eine Ritterburg. Ne? Diese Türme halt, ne? Ach komm, das fängt ja auch an zu regnen. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist die Superterrasse, wenn man so will. Dann habe ich hier eine. Ja. Genau, das haben wir auch noch nie gebaut hier. Das ist eigentlich schon ziemlich geil. Aber es war wirklich verdammt teuer. Ich brauche noch irgendwie Stöcke für irgendwas anscheinend. Ich weiß aber nicht für was genau. Ist mir eigentlich auch nur egal. Also ist mir eigentlich jetzt egal, weil ich gucke einfach nur hier nach. Alter. Aber wenn man hier runterfährt, dann ist man glaube ich tot. Das heißt, da muss man auch mal aufpassen. Weil die Aussicht, die man da hat. Ach guck mal, da drüben ist eine gute alte Stelle von vorhin. Halt immer höher und höher. Und eigentlich würde man hier mit dem Gleiter halt runterfliegen. Und da unten habe ich noch so ein kleines Dorf gebaut. Und das ist wirklich phänomenal. Und da geht es halt noch höher. Wir können ja einfach mal auf diesen Turm da gehen. Hier runterspringen? Ja, ich glaube nicht. Das ist verdammt arschhoch. Ich weiß gar nicht, wie hoch das Teil ist. Bestimmt mindestens 100 Meter oder so. Keine Ahnung. Alter. Das leckt gerade hier. Oh, hier sollte erstmal was essen, glaube ich. So, schon besser. Wir haben noch die Schildkrötenbahn, aber ich glaube, ich habe gerade keine. Oh, ich habe eine da.
Wollen wir auch noch schnell fahren hier? Alter, das ist doch riesig, ey. Mit den Ringen spiele ich echt so übertrieben viel einfach. Ja, das ist nichts Spezielles, aber ganz nett auf jeden Fall. Da werden wir mal gucken, ob wir das Ding vielleicht in der nächsten Staffel dann auch bauen werden. So, wenn wir sagen, gehen wir dann noch schnell da nach oben. Oh, hier habe ich gar keine Zähne dran, sehe ich gerade. Egal. Nee, ich weiß gar nicht, wo mein Geleiter so war. War der nicht irgendwie hier? Keine Ahnung. Das ist dieser Ton, den man eigentlich von diesem Bauplan machen kann. Der ist ja wirklich arschhoch, wie man sieht. Und ich habe den einfach mal nochmal höher gebaut. Weil der ist auch schon riesig, dieser Turm. Jetzt geht den hier einfach mal noch höher. Alter. Allein dieser Turm ist noch höher als das Ding da hinten. Oben kann man, glaube ich, kaum irgendwie noch laufen. Der hakelt da immer so ein bisschen. Alter, guck dir das mal an. Das ist wirklich einfach verdammt arschriesig. Alter. Und das ist mal ein Thumbnail, oder? Das ist einfach mal ein Thumbnail für diese letzte Folge. Weil du kannst einfach die ganze Insel, also die halbe Insel hier drin sehen, das ist wirklich ein Wahnsinn. Ich mal sagen, die ist voll verabschiedet nicht. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall in Staffel 6 sogar. Und vielen Dank fürs tolle Zusehen bei Staffel 5. Und wir sind jetzt mal bei Staffel 6 von The Forest. Bis dann. Ciao.